Hallo, wir sind heute auf dem ersten Caravan-Folierungsevent hier in Essen auf der Messe. Und man sieht hinter uns schon, es gibt hier einige Partner am Stand, die gehen wir gleich mal durch, die euch helfen könnten, eben euer Fahrzeug zu folieren. Und ich habe den Andreas Ley. Du bist Spezialist für was? Ja, ich bin hier im Orga-Team, bin Spezialist für Folientechnik und führe durch diesen Erlebnisparcours. Ja, erste Frage, wieso soll ich mein Fahrzeug überhaupt folieren? Ich muss ja nicht gerade ein weißes kaufen, ich kann eben auch Metallic kaufen. Es ist doch schon bunt genug, was zu individualisieren. Ist das der Grund oder was macht man? Ja, es ist für mich auf alle Fälle ein Grund. Beispiel, man fährt auf einem Campground, 10 Wohnmobile stehen da, alle schön mit dem Rücken zu mir. Nur über die Fernbedienung kann ich sehen, welcher blinkt. Machen das aber zeitgleich 2 Leute, habe ich eine 50-50-Chance, dass ich zuerst auf mein Auto komme. Nein, also man hat Bedürfnisse oder auch Selbstdarstellungsmomente, wo man sagt, ich brauche hier noch einen Zierstreifen, ich brauche ein Foto, das Bild vom Hund oder von der Frau, vom Lieblingsurlaubsort, um einfach zu sagen, hier bin ich, Charakter. Und ja, das gehört dazu. Oder Schutz. Schutz, okay. Das heißt, der Lack wird geschützt dadurch, dass eine Folie draufkommt. Ja. Das heißt, im vorderen Bereich des Autos kann ich mich gegen Steinschlag schützen. Im vorderen Bereich gegen Steinschlag. Im Seitenbereich habe ich in der Stelle, wo wir folieren, keine UV-Belastung auf dem Lack mehr. Ja. Das übernimmt die Folie. Sie braucht dann aber auch die gleiche Pflege wie der Rest vom Fahrzeug. Ich selber würde immer gerne ein weißes Auto fahren wollen, weil ich ein weißes Dach, eine weißere Hülle habe, die nicht so viel Wärme aufnimmt. Aber untenrum möchte ich ihn einfach farblich anders. Okay. Individualisierung, ein bisschen kostet das Geld, ich kann das verstehen. Wir gehen jetzt mal ganz gezielt auf Pössl ein und das, was wir da machen können. Vielleicht gehen wir einfach mal rum und wir gucken das eine oder andere an. Total gut. Andreas, wir stehen hier jetzt nicht an einem Pössl, sondern an einem Crafter. Und hier unten sehe ich, das sind Bäumchen. Aber nicht einfarbig, sondern? Nein, das ist ein dreifarbiger Digitaldruck. Nein, vierfarbig sogar. Graustufen in Kontur geschnitten. Und dieses Dekor macht eben halt schon auch nur in dieser Größe schon so ein Schnipp, wo man sagt, geile Geschichte. Wir liegen hier preislich, das ist ja für dich wichtig zu wissen, circa bei 150 Euro. Wenn man das durch einen Profi verkleben lässt, das ist nochmal eine Stunde Arbeit, roundabout 200 Euro. Wenn wir auf dieser Seite des Fahrzeugs stehen, Markise, da fällt mir immer ein, da oben gibt es auch die Macken. Geht da nicht auch was? Ja. Da haben wir einen Lackschutzfilm, einen PU-Film. Den empfehle ich meinen Kunden immer, in dem Bereich zu kleben und in diesem Bereich, wo das Fahrzeug nach außen die breiteste Fläche hat. Weil hier hängt die Kurbel immer dran, weil man zu bequem ist, sie wegzunehmen und schlägt im Wind. Oder man hat sie beim Einhängen daneben gesetzt und man schlägt auf den Lack. Der PU-Film verhindert das einfach. Er ist hochtransparent, UV-stabil, das heißt auch über 10 Jahre hochtransparent und dadurch praktisch nicht wahrnehmbar. Den Crafter von vorne. Wie kann man ihn denn schützen gegen Steinschlag? Klaus, die Steinschläge, die können wir wunderbar schützen. Auch hier wieder vollflächig mit einem PU-Film, mit einem Lackschutzfilm. Hochtransparent oder matt. Der den Stein, wenn er hier auftritt, in diesem Bereich schützt. Wir müssen gar nicht die ganze Haube machen. Es langt auch ein schmaler Streifen. Das ist jetzt tatsächlich wieder eine Budgetfrage. Möchte ich die ganze Haube schützen? Dann kriege ich meistens ein Goodie dazu. Das ist nämlich da oben die Fensterleiste. Weil der Stein nimmt einmal Kontakt mit der Motorhaube auf. Meistens geht er gar nicht in die Scheibe, sondern er schlägt hier ein. Und mit dem Abschnitt der Folie, die wir brauchen, mit diesem Stück, was überbleibt, kleben wir hier ein Streifen und schützen hier die empfindlichste Stelle vom Fahrzeug. Die wird am stiefmütterlichsten aber auch behandelt, weil keiner sie auf dem Plan hat. Vom Prinzip müsste ich doch eigentlich auch den Spiegel schützen, oder? Eigentlich nein. Und zwar immer ein grauer, nicht lackierter Kunststoffspiegel oder Bauteile am Fahrzeug. Das können auch die Stoßfänger sein, das können die Zier- oder Schutzleisten sein. Können nicht seriös beklebt werden, dauerhaft. Auch wenn ich sie primern würde, weil die Kunststoffteile eine so starke Weichmachermigration haben, dass sie dann irgendwann doch den Kleber abstoßen. Das kann zu ungünstigsten Momenten passieren. Ich gebe dem Fahrzeug durch die Waschanlage und die Waschbürste holt mir dann an irgendeiner Stelle die Folie hoch und dann reißt er an der Stelle einfach ab, weil der Halt auf diesem Untergrund über Jahre nicht gegeben ist. Das ist im Moment schön, das ist auch vielleicht für ein Jahr schön,
aber danach ist das so eine Sache. Ist der Spiegel aber lackiert ab Werk, kann ich den tatsächlich bekleben. Hier unten haben wir Metall. Da sehe ich Metall. Hier haben wir das Metall. Die Felge. Die gute alte Felge, die können wir natürlich auch bekleben. Der Klassiker ist das Felgenband. Das heißt, wir kleben hier einen farbigen Streifen rein, der zum Fahrzeugdesign passt. Das heißt, in dem Fall, wenn wir jetzt das Tannmotiv aufnehmen würden, würden jetzt alle dunklen Folienfarben dazu passen. Von mir aus auch gerne metallisiert, also Silber, Anthrazit Metallic, Chakarol, also Holzkohle Metallic, kann ich dann hier reinkleben. Die komplette Felge zu bekleben, ist technisch eine mega Herausforderung. Ich sag mal, in 90% der Fälle kann es gut gehen. Da sind auch für die Folie wieder Grenzen. Das heißt also, wir bewegen uns in einem System, das ähnlich wie ein Handycover funktioniert. Ich kann 2D plus oder einen gewissen Grad an 3D verkleben, ja. Aber so komplexe Themen sollte man dann an dem Stellen wieder doch dem Lacker überlassen. Aber Highlights, das geht wunderbar. Andreas, wir machen jetzt nicht Werbung für den Knaus Campingpark. Das hier ist ein Wohnwagen und zwar wird er zweimal täglich beklebt von euren Leuten. Ja. Aber ich sehe daran, da sind so gelbe Streifen. Wofür ist das erforderlich? Die gelben Streifen, das sind Konturenmarkierungen, reflektierende Markierungen, die bei den LKWs schon Pflicht sind, also bei Transportern ab 6 Meter Fahrzeuglänge vorgeschrieben sind. Das heißt, das auftreffende Licht wird auf dem gleichen Winkel, auf dem gleichen Weg zurückreflektiert, sodass der hinteranfahrende oder im Querverkehr drauf zufahrende Wagen eine maximale Reflexion wahrnimmt, aber die links, rechts neben ihm stehenden nicht dadurch gestört werden. Das heißt, das Licht trifft auf und kommt den gleichen Weg zurück. Ich sehe es, aber der, der nicht im Gefahrenbereich ist, nimmt davon wenig wahr. Diese Konturenmarkierung ist bei Fahrzeugen über 6 Meter tatsächlich im gewerblichen Bereich verpflichtend. Im Freizeitbereich erfährt das aber jetzt so eine Kann-Regelung. Ich persönlich nehme gerne die Heckbeschriftung reflektierend in Anspruch, damit, wenn ich auf dem Parkplatz stehe, Rastplatz stehe, dass, wenn nachts einer auf den Parkplatz raufgedonnert kommt, von Weitem schon seht, da steht ein Parker. Die gibt es in Rot oder eben halt in Gelb oder in Weiß. Hier unseren Partner, die Firma Folierer, die sehr spezialisiert sind auf das Thema Dynoc-Oberflächenverarbeitung und Splitterschutz, Sonnenschutz, Glasschutz im Allgemeinen. Jetzt weiter, da haben wir Firma Dippel. Genau, die kommen aus dem Norden. Man sieht das unschwer an der Elbvi. Die sind hier Hamburger Jungs und Deans, sind sehr stark auch im Lichtsegment. Das heißt, hier haben wir einen klassischen Werbetechniker, der von A bis Z arbeitet. Hier den Partner, die Firma Strölin, die kommen aus Thüringen, sind im Osten der Republik ähnlich aufgestellt. Auch hier wieder ein klassischer Werbetechniker mit Print-Know-how, mit Wrapping-Know-how und eben halt auch gleich am Wohnwagen live am Kleben. Wir hier wieder die Hamburger Jungs, nein, Quickborn, das ist bei Hamburg, die Firma Carcape, auch hier wieder Vollbrut-Profis. Eigene Printabteilung, eigene Folierungsabteilung. Hier ist auch wieder ein klassischer Werbetechniker, der von A bis Z bedienen kann. Weiter zu unserem Nordlicht. Das ist unser Sylter. Jetzt, wo wir keine richtige Insel mehr in der EU haben, haben wir Sylt. Nach dem Brexit hat uns ja England verlassen. Sylt ist geblieben. Der Kollege macht die ganzen Folierungen vor Ort auf der Insel. Da weiter wieder Richtung Süden. Haben dann die Partner aufkleben.de. Auch hier wieder Vollbrot-Profis mit dem Schwerpunkt Fahrzeuge, Fahrzeugfolierung Dynoc, also Interior. Da die Firma Creavans. Auch hier haben wir Grafik, Verklebung, Know-how an Ort und Stelle. Hier sehe ich jetzt, da habe ich die Möglichkeit, einen direkten Design auszuwählen, genau, und das dann quasi auch final kleben zu lassen. Das heißt, ihr lebt davon, dass ihr in eurer Datenbank gewisse Motive schon drin habt. Wir haben, oder die Kollegen haben gewisse Motive schon drin, leben aber auch sehr stark davon, dass der Kunde noch gar nicht weiß, was er will und hilft bei der Ideenfindung. Ob das jetzt das Urlaubsbild ist, was entsprechend auf Größe gebracht wird, oder ob es der Wunsch ist, so wie bei der Baumlandschaft, bei dem Wald etwas hinzubekommen, haben wir hier auch ganz viele Möglichkeiten, Service aus einer Hand zu bekommen. Und die bauen dazu auch noch ein Netzwerk auf, sodass wir flächendeckend auch arbeiten können.
dir in der Steinl-Reparaturabteilung. Das ist eigentlich das Werkzeug, was wir als Folierer brauchen. Das heißt, wir brauchen einen Heißluftföhn, um die Folien ein bisschen geschmeidig zu machen. Wow, hier sehe ich jetzt dieses ganze Farbspektrum, was quasi an Folierung möglich ist. Genau, hier habe ich ja vorhin so schön erwähnt, wir haben 100 Farben im Programm mit unserem Partner 3M. Das sind die sogenannten Wrap-Films. Und hier haben wir wirklich tatsächlich ein breites Portfolio von glänzenden, von matten und auch von, ich sag mal salopp gesagt, Flip-Flop-Farben, also unsere irisierenden Farben, die das Farbspiel wechseln. Zum Beispiel, wenn ich mal auf diese Psychedelic gehe, also eine psychedelische Folie, die schimmert in der Sonne in den Rundungen wie Öl auf dem Wasserfilm. Ein ziemlich geiler, aber auch gewagter Effekt. Das haben wir allerdings auch in Weiß. Auf meinem Fahrzeug habe ich das in dem Weiß-Matt. Das ist das Saturn Pearl. Da ich ja so ein Oldschool-Veteran bin, habe ich die Kombination an meinem Fahrzeug eben halt so. Weiß oben, Oldschool unten und das Ganze mit einem glänzenden Streifen von 3 mm voneinander getrennt, damit ich die Farben entkoppel. Der Vorteil ist, durch diesen irisierenden Effekt kann ich eben halt sowohl das Orange als auch das Blau mit aufnehmen. Somit spiele ich und das Auto ist ein Unikat. Okay. Ziemlich geiler Scheiß. Ich sehe schon, ihr seid ziemlich fancy, oder? Ja, wir sind ziemlich fancy. Also da geht noch was. Du hast jetzt zwei Folien in die Hand genommen. Die sind eher für den Innenbereich, oder? Genau. Möbel zu folieren für Neufahrzeuge, macht das Sinn? Das macht Sinn. Also hier haben wir jetzt einfach mal ein Aluprofil genommen. Wir haben bei den neueren Wagen das Glück, dass wir glatte Wände oft haben, glatte Türen. Hier kann ich natürlich den Korpus, wenn er mir in dem hellen oder dunklen Grundton gefällt, mit andersfarbigen Türen versehen. Das geht relativ einfach und schnell. Es ist mega gewichtssparend und ich kann damit, sag ich mal, in der simulierten Oberfläche, also in dem Fake, das auf den ersten Blick nicht mehr vom Original entscheiden. Auch hier ein Holz, das wir mit einem Holzdekor beklebt haben. Das Material ist knapp 80 Mikron. Das ist so aneinander geklebt, ich habe hier eine Stoßnaht, die fühlst du nicht. So, und hier stehen wir jetzt im Bereich, das ist jetzt nichts für Neufahrzeuge. Das sieht so aus, als wenn das aus einem ganz barocken Knaus-Tabard kommt, oder? 30 Jahre hat der auf dem Buckel und sowas. Locker. Also das sind so Sachen. Diese Türen haben schon, oder diese Klappen haben Seltenheitswert. Wir sind also auch schon mehrfach angesprochen worden, ob wir sie verkaufen wollen. Wir haben sie mal foliert. Das heißt, aus der schnöden Wand, wir werden jetzt über die Messetage immer wieder diese Sachen auch folieren, haben wir auch diese hier foliert. Die ist nicht silber angesprüht, weil damit würde ich diese Tür wertlos machen für den Sammler. Sondern die ist verklebt mit Dynok. Sehr aufwendig, weil es auch ein sehr anspruchsvolles Motiv ist. Aber auch hier eine Individualisierung möglich. Das heißt, ich habe jetzt hier gebürstetes Aluminium auf einer, sag ich mal, ja, ziemlich modernen Leder, wie auch immer, Variante. Hier ist so eine kleine Auswahl von Dynok-Geschichten. Hier fordere ich jeden Besucher an, auch hier anzufassen. Das heißt, wir haben Struktur, wir haben Haptik. Es fühlt sich wohnlich an und das macht die Sache im Fahrzeug auch so einsetzbar. Und ich habe eben halt kein Gewichtszuwachs im nennenswerten Bereich, aber eine hohe Individualisierung. Und das ist so die Dynok-Schiene. Und so haben wir einen ziemlich guten Mix, was wir mit euren Wohnwagen und mit euren Wohnmobilen alles so anstellen können. Neu oder alt, das spielt keine Rolle. Und wir können wirklich Wünsche auch umsetzen. Also seid ruhig verrückt, kommt auf uns zu und wünscht euch was. Wir können helfen.